So, hallo an alle zur nächsten Folge von Sparks Challenge. Und diese wollte ich ja eine Minute kürzer machen, weil die letzte Folge nur länger war. Und den Zombie hier wollte ich auch töten, weil der es gewagt hat, meine schönen Karten rauszuhauen. Die Sau. Ist aber dran schuld jetzt. Komm schon. Ja, siehst du. Siehst du, und da auch. Ist er gerade hochgesprungen. Macht dir alles kaputt, bloß weil so ein Zombie von hier oben drauf, da runter, mitten auf die Karotten. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Das kann nicht sein. So, jedenfalls, ich bin immer noch hier verzweifelt am im Trüben fischen. Das ist wie sau blöd. Ich komme nicht voran. Ich will keinen Clownfisch fangen. Ich guck mal, ob ich das jetzt nicht doch irgendwie hinkriegen tue, so ein bisschen. Versuche ein bisschen Zeug rauszutun. Denn von den Fischen. Da sind die, da sind die. Ich kaufe mehr raus. Raus, raus, raus und raus. Und mache ich überhaupt Setzlinge drin? Seeds kommen weg. Das kommt, kommt alles weg. Kann ich was ausdecken? Nein. Aber ich habe Cleanstone irgendwo gemacht. Da habe ich Cleanstone. Jetzt mache ich erstmal ganz schnell hier noch einen Braustand. Da eine Blaze Rod. Cleanstone drunter. Warte mal, irgendwas war ja falsch, ne? Wie ging das nochmal mit dem Blaze Rods? Braustand. Wie ging das Rezept von dem Braustand nochmal bitte? War das hier nicht sowas? Nein, Moment. Wie ging das nochmal mit dem Braustand? Das muss ich jetzt nachgucken, kurzer Cut. Oh lol, Moment. Der geht mit normalem Cobblestone. Warum? Ich habe irgendwas mit Cleanstone im Kopf gehabt. Was war das mit Cleanstone? Irgendwas von der Art war auch mit Cleanstone. Frag mich nicht wieso. Ich weiß nicht, ob ich das im Kopf hat, aber man muss Cobblestone nehmen. Ah, gut zu wissen. Gut. Und dann. Da, ein Brewing Stand. So. Hier kommt eine Blaze Rod rein. Und wir brauchen natürlich jetzt auch noch eine Enderperle vielleicht mal zum Finden und so. Ich hoffe, das geht irgendwo mal. Brauch schon, wo sind wir mal hin? Ich hätte jetzt gedacht, irgendwo hier draußen und so. Aber der Schnee ist übrigens weg. Der ist gestorben. Aber es ist ja egal. Das Ziel ist ja erfüllt gewesen. Müssen wir nicht bis zum Ende behalten. Hier wollte ich ja Bücherregale und alles hinmachen. Der Braustamm muss gleich noch irgendwo hin. Vielleicht ein bisschen Nebenzeug hier einsammeln. Ja. Braustand, Brewing Stand. Ich hau den einfach mal hier drauf. So, und da kann dann das ganze Zeug gebraucht werden, aber das ist erstmal Nebensache schon wieder. Denn, ja, eigentlich wollte ich hier ein bisschen angeln und versuchen, ein bisschen hier weiterzukommen, weil nebenbei wächst das Zuckerrohr, da können wir eigentlich den Zauberungsfisch machen. Ich habe aber 32 Level. Und dann sollte das gehen. So. Ich habe mir die Themen immer rausgesucht und. Oh Gott, wieder. Das Fenster geschlossen, was ich gerade offen hatte, weil ich nachgeguckt hatte und habe ich es wieder nicht geöffnet. Es ist schon etwas länger her. Ich habe wirklich ein Postfach gekramt, so von vor 3000 Nachrichten oder so. War noch die Zeit, wo die Themen kamen. Letzte Zeit kommt da viel wegen 5 Dingen Minecraft rein. Und zwar zum Thema unentdeckter Welt. Die ist noch nicht ganz komplett entdeckt. Ja, Tiefen der Ozeane und so weiter und so fort. Was halt relativ. Wie soll ich sagen, interessant sein könnte, was so alles da zu finden gibt. Zum Beispiel auch neue Atome, hat er dann so geschrieben. Und da habe ich so gedacht, das glaube ich eigentlich eher weniger. Also was Atome angeht, müssten wir eigentlich schon alle kennen. Denn Atome bestehen aus Protonen und Elektronen. Ja, okay, und Neutronen mitten im Kern noch. Okay, so. Aber alle. Es gibt ja, jetzt hängt es ja davon ab, wie viele davon da drin sind. Und soweit es geht, haben wir das Periodensystem, Isotopentafeln, alles Mögliche, wo eigentlich alle möglichen Kombinationen schon so an sich auflistet, die es so gibt. Und in der Regel sollte es eigentlich kein Atom mehr geben, was es nicht mehr gibt. Ich meine, okay, nach oben ist theoretisch alles offen, aber nach einer Massezahl von 100 oder 112, wenn es so in die Richtung Germanium oder sowas geht, das sind schon so große Atomkerne, dass sie im Inneren schon wieder instabil sind, irgendwann zerfallen sollten. Also man kann solche großen Atome mittlerweile schon herstellen. Immer noch ein normaler Fisch. Aber man kann sie nicht halten. Also irgendeiner bestimmten Massezahl zerbröckeln die einfach, weil sie instabil sind. So. Ich glaube nicht, dass es irgendein Atom gibt, was stabil ist und was noch nicht entdeckt wurde. Weil, ja, alles, was bereits gibt, ist halt unter dieser Instabilitätsgrenze sozusagen und ist schon entdeckt worden und alle möglichen Kombinationen davon auch, also Isotope davon und eigentlich jede einzelne Massezahl, weil der Unterschied zwischen Gold und Blei ist gar nicht mal so weit, ich weiß nicht, ich glaube, es war gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich habe jetzt wirklich kein Periodensystem vor mir, aber ich glaube, da war, keine Ahnung, du musst ein Neutron oder so aus einem Blei
ja, Atom rausziehen, ein Neutron aus dem Bleiatom rausziehen oder ein Proton oder beides und schon hast du Gold. Das musst du erstmal hinkriegen. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Elementen und die Massezahl im Atomkern macht halt auch dann die Eigenschaft dieses Atoms aus. Das ist ein bisschen komisch, dass die Vorstellung von Masse an sich ist einfach komisch. Einfach Protonen, Elektronen, wo eigentlich, also selbst ein Atom besteht größtenteils aus nichts. Weil, stell dir mal vor, das Atom ist so groß wie ein Fußballfeld. Dann ist ein Elektron, was sowieso schon noch weniger Masse hat als ein Proton in der Mitte, fast gar nichts. Es wird immer gestritten, ob jetzt Elektronen Masse hat oder, ja, irgendwie hat schon, aber ob es eigentlich nur eine Welle oder sowas rum ist. Und in der Mitte halt das Proton sozusagen. Und das hat auch eine Masse, klar. Und das ist im Vergleich zu diesem großen Fußballfeld gerade mal ein Stecknadelkopf. Und alles dazwischen ist nichts. Da ist einfach nichts drin. Das heißt, größtenteils bestehen wir auch aus nichts, weil die Atome größtenteils aus nichts bestehen. Es ist einfach irgendwie nichts. Es ist, keine Ahnung, eine Masse ist so eine Art Form von Elektrizität, ja, schwer zu sagen, aus Elektrizität hätte ich jetzt fast gesagt, weil Protonen und Elektronen die geladene Teilchen oder Wellen schrägstrich wiederum sind. Man weiß nicht, ob es ein Teilchen oder eine Welle ist. Es ist schwer rauszufinden, weil es so klein ist und du ja selbst daraus bestehst, ist ja, als ob die Masse über sich selbst nachdenkt eigentlich. Im Prinzip ist es so, im Moment sind wir Masse, die über sich selbst nachdenkt. Im Prinzip, ja, bestehen wir größtenteils aus nichts, außer aus Protonen und Elektronen und Neutronen, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, nicht mal aus Kohlenstoff, sonst irgendwas, sondern nochmal genauer gelegt wieder in, ja, Neutronen, Protonen und Elektronen. Das ist das Einzige, was da ist. Und diese Neutronen, Protonen und Elektronen denken gerade über sich selbst nach. Das ist äußerst skurril. Das ist wie, als wenn du, keine Ahnung, du baust eine Hundehütte aus Holz und die Hundehütte denkt über sich selbst nach. Es ist so. Es ist komisch, wie halt in einer gewissen Art so eine Komplexität entstehen kann, dass dann durch diese, ja, keine Ahnung, diese Komplexität wiederum Organismus entstehen kann und daraus dann wieder ein intelligenter Organismus, der wieder in der Lage ist, über sich selbst nachzudenken. Das ist auch nicht so einfach. Das ist, wenn man das so bedenkt, relativ schon krass eigentlich. Ja gut, wir hatten ja auch jede Menge Zeit, uns so zu entwickeln, wie wir sind, weil eigentlich ist es ja schon ein paar Millionen her, warum wir so drauf sind, wie wir sind. Ja, aber das, ich find's mal lustig, der Fisch, der schwimmt mal hier durch die Luft. Ich sag mal, ein Fisch, ein Sattel. Mein Gott, der ist gerade hier durch die Luft geschwommen. ja, nee, das, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, ich denke oft, sie haben über sowas nach, aber manchmal denke ich mir, ein bisschen weniger denken tut auch gut. Weil irgendwann bist du überfordert mit dem Gedanken, weil du alle möglichen Sachen schon durchgespielt hast und immer noch nicht begreifen kannst, wie es zu dieser Art von Komplexität und dem Ich-Sein gekommen ist überhaupt. Das ist krass. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das so schnell für alle jetzt Zuschauer noch nachvollziehbar ist, was ich hier von mir gebe. Weil dafür braucht man ein bisschen Wissen in Physik und Chemie. Man weiß ja nicht, wann das in der Schule dran kam und dies und das. Also ich finde es interessant. Ich finde es interessant, Masse zu sein, die über sich selbst nachdenkt. Und dann wiederum die Welt zu kapieren, was da alles abgeht im Sinne von, das Universum ist groß, wir sind jetzt gerade wir reden komplett nur über das Kleine, was einen schon überfordert, drüber zu reden schon fast, weil es so komplex ist. Da willst du gar nicht erst über das Große reden und über das Universum reden, weil das schon wieder eine etwas nochmals größere Einheit ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Einheit, die es ist, schon wieder größer und komplexer ist als das Gehirn. Vielleicht ja. Vielleicht ja. Ja. Wenn man sich, weil ich habe mir schon manchmal so gedacht, das wäre so eine Art Kreislaufeffekt. Und zwar von Man in Black habt ihr gesehen, oder? Denke ich mal. Man in Black kennt ihr. Da gibt es so eine Geschichte von so einer Kugel, wo nochmal eine ganze Galaxie drin ist. Und die ist gerade mal so groß, dass, keine Ahnung, in deine Faust reinpasst. Wie so ein Golfball, ja? Da steckt eine ganze Galaxie sozusagen drin. Oder Menge von Galaxien. Oder ein ganzes Universum sozusagen. Was wäre denn, wenn du auch in so einer Kugel drin steckst und wieder im Universum bist? Und die sind aus, ich glaube, das kam irgendwie am Ende oder sowas. Und die wiederum im Universum drin. Das ist irgendwie so ein Paradoxon, das einfach viel zu krass ist. Darüber nachzudenken, da kann man sich echt den Kopf zerbrechen. Auch ich habe mal drüber nachgedacht. Stell dir mal vor, es müsste einfach nur dann einer auf die Glaskugel drauf treten und alles, was existiert, ist sofort kaputt, tot, alles weg. Stell dir mal vor, nicht mehr existent, keine Ahnung. So, die gesamte Galaxie wird innerhalb von einer Sekunde zerdrückt zu nichts, weil irgendjemand auf die Kugel getreten ist. Das wäre irgendwie, keine Ahnung, ein krasser und furchteinflößender Gedanke zugleich.
Ich will darüber eigentlich gar nicht nachdenken. ja. Irgendwie ist das Universum halt entstanden und irgendwie wird es auch wieder enden. Und die Frage ist, wie stell mal vor, von Fingerschnipfen, einer auf mein Ende, ist alles vorbei. Und daran, ja, ist irgendwie gruselig. Ist halt die Sache, es weiß keiner. Es gibt so viele Sachen, die einfach keiner weiß. Das Leben ist zu komplex. Ich gebe euch nur einen Tipp, den ich mir so gedacht habe. Hört nicht so viel auf das, was andere sagen, was ihre Vorstellungen sind. Macht euch ja so ein bisschen die eigenen Vorstellungen von der Welt und so. Die eigene Vorstellung von der Welt, die eigene Vorstellung, wie das Universum funktioniert. Okay, wenn du ein bisschen, wenn du Physik lernst, sind das ja auch wieder Sachen, die andere erforscht haben und die andere, die einflößen, weil du es eben in der Schule gelernt hast. Aber ich finde, Physik ist in dem Fall irgendwie noch in dem Sinne logisch, dass man es beweisen kann, irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Während dass man auch andere Ansichten von der Welt zwangsläufig nicht beweisen kann. Vielleicht ist es gut vorstellbar, man kann sich vieles dran erklären und es ist auch teilweise wirklich logisch. Ich meine, Lichtgeschwindigkeit ist jetzt, Lichtgeschwindigkeit ist keine Glaubenssache, das ist eine Messsache. Da denke ich schon, dass sowas stimmt und dass das nicht irgendwo her erzählt wurde oder so. Von aus dem Nichts, wo nicht wirklich Beweise dahinter sind. Das soll jetzt eigentlich keine Anspielung auf Religion sein, sondern mehr so auf die Sache, diese Theorie und diese Theorie und so ist dann was passiert und vielleicht ist es ja so, dass wir tatsächlich nur eine Kugel im Universum sind, dies und das ist jetzt mal religionsmäßig voll abgelassen. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen, über Religion möchte ich allerdings überhaupt gar nicht drauf eingehen, weil es ein Let's Play, weil schon wieder so viele Fronten aufeinander stoßen, also von den Zuschauern her, stoßen so viele Fronten aufeinander, ich bin gespannt, wie viele Glaubensrichtungen jetzt hier allgemein gerade zuschauen, da, keine Ahnung, ist es schon wieder blöd drüber zu reden, weil am Ende zoffen sich eh alle. Und das versucht man am besten zu vermeiden. Das denkt, oder jeder ist dann immer der Meinung, die eigene ist die richtige. Vielleicht ist auch keine die richtige, das weiß ich nicht. Vielleicht ist die das, vielleicht ist sie das, vielleicht ist das deine. Das kann ja alles sein. Vielleicht sind aber alle haben aber irgendwie identische Merkmale von Religion. Alle haben irgendwie identische Merkmale. Denn alle sagen, irgendwo gibt es da den einen, der das gemacht hat. Völlig egal, wie der heißt. Völlig egal, woher kommt, völlig egal, was er gemacht hat. Aber irgendwo gibt es diesen einen. Und das ist schon wieder eine Gemeinsamkeit, wo vielleicht einfach von Weitererzählungen immer irgendwann Abwandlungen gekommen sind. Und am Anfang war es vielleicht irgendwann alles mal exakt das Gleiche. Wer weiß. Das weiß halt keiner. Auch wenn es so ist, dass man auch Kulturen, die untereinander keinen Kontakt haben, zum Beispiel Mayas, Inkas, Ägypter, was auch immer, die halt dargelegt haben, zur selben Zeit, aber eigentlich noch nie Kontakt haben, deshalb sich nie austauschen konnten. Ich habe halt allgemein dazu auch schon meine eigenen Theorien, aber da, ja, ich habe mir über viele schon Gedanken gemacht, wie es dazu kommen kann, dass zum Beispiel halt da Dings, es da Völker gibt, die halt auch ohne jemals miteinander Kontakt zu haben, irgendeine Auffassung für Religion oder Glauben haben. Habe ich auch schon gedacht. Ich hatte auch eine Erklärung dafür parat, aber das ist so ein Thema, nee. Am Ende streiten sich ja alle. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will kein Chaos veranstalten und ein Video ist jeder dann diskutiert, also der gesagt, kann gar nicht sein, und so. Also ich halt das einfach raus. Es wird dann gefragt, ja, was hältst du denn dazu? Oder sprech mal Religion allgemein an oder Glauben, dies und das. Es ist nicht leicht. Ich habe da so ein bisschen meine Einstellung dazu, meine Gedanken drüber gemacht, bin zum Schluss gekommen und habe da mal Strich drunter gezogen und gesagt, okay, so, ja, so ist das. Und irgendwie, ja, dass halt eine Glaubenssache ist, muss ja nicht jeder das glauben, was ich glaube. Und ich muss auch nicht das glauben, was andere glauben. Ist im Prinzip das Beste ist halt, wie gesagt, wenn man sich selbst die Weltanschauung so macht und sich selbst Gedanken drüber macht und selbst zu einem Schluss kommt. Und versucht, sich nicht beeinflussen zu lassen von dem oder von dem. Und mit diesem Satz, dem als Zitat dastehen lassen könnte, bei Spark 2013 noch, verabschiede ich mich auch schon, denn ich muss eine Minute früher Schluss machen. Letzte Folge zusammen gemacht. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und wie gesagt, bei sowas könnte ich ewig quasseln. Eigentlich. Aber es ist schwer. Es ist schwer, wieder dann das Richtige zu quasseln. Deshalb habe ich dieses Thema mit Absicht rausgeblendet. Immer. Bis jetzt. Ich habe so viel dazu zu erzählen, aber ich lasse es lieber. Wir sehen uns dann. Oh, tschüss. Ups, Fisch noch. Ja, zu spät.